Das hier ist der neue Luxus in Paris, parken mit dem SUV. Zumindest für Besucher wird das jetzt sündhaft teuer. Für die Pariser war die Abstimmung alles andere als einfach. Die Leute sollten fahren dürfen, was sie wollen. Es geht um Freiheit. Und im Moment wird diese Freiheit immer stärker bedroht. Naja, SUVs nehmen einfach viel Platz weg. Ich als Fahrradfahrer komme da ja kaum vorbei. So oder so, es ist beschlossen, 18 Euro die Stunde. Wäre das auch was für NRW? Hier auf der Kö in Düsseldorf zum Beispiel drängeln sich auch viele SUVs in die kleinen Parklücken. Aber allein der Vorschlag mit den 18 Euro führt schon zu purer Ablehnung. Das würde mich definitiv abschrecken. Also ich würde dann wirklich etwas außerhalb parken, weil 18 Euro pro Stunde halte ich schon für sehr viel. Aber ich kaufe dann lieber online, ich gehe dann nicht in die Stadt. Dann jetzt hier ist auch noch Streik jetzt mit Bussen und S-Bahn und U-Bahn. Also im Endeffekt muss man ja mit dem Auto fahren, wenn man irgendwo auch mal vielleicht sicher hin muss und nicht zu spät kommen will. Doch was ist dann die Lösung? Dieses Auto zum Beispiel, die Lackierung mag ja noch Privatsache sein. Die Länge von über 5 Metern dagegen betrifft alle im öffentlichen Raum. Und das Problem spitzt sich zu. Laut einer aktuellen Studie werden die neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland im Schnitt jedes Jahr um 2 Zentimeter länger. Viele Kommunen bei uns würden gerne darauf reagieren. Parkgebühren nach Länge des Autos und auch nach Einkommen des Fahrers. Je reicher, je teurer. Das aber geht nicht, hat das Bundesverwaltungsgericht erst vor ein paar Monaten entschieden. Es fehle die gesetzliche Grundlage. Die muss jetzt schnell geschaffen werden, fordert die Deutsche Umwelthilfe. Im Straßenverkehrsgesetz könnte man festlegen, dass eine soziale Staffelung der Gebühren für Bewohnerparkausweise, aber möglicherweise auch fürs Kurzzeitparken erlaubt wird. Unter anderem der Deutsche Städtetag fordert hier, Erprobungsspielräume für die Städte zu schaffen. Das ist der richtige Weg. Bislang jedoch geht nur eine Gebühr für alle. Und das heißt meistens, es wird teurer für alle. In Mülheim an der Ruhr zum Beispiel hat man die Kosten fürs Anwohnerparken verfünffacht auf 150 Euro pro Jahr mit erwartbaren Reaktionen. Erhöhungen sind immer schlecht, finde ich, in der heutigen Zeit. Die Leute müssen genug rechnen und für viele tut jede kleine Erhöhung weh. Ja, zugegebenermaßen, ich kann es mir leisten. Wenn ich es mir nicht leisten könnte, wäre es schon blöd. Ziemlich bescheiden. Beschissen darf man ja, glaube ich, nicht sagen, aber ich finde es einfach reine Geldmacherei der Stadt. Wenige Autos parken hier seit der Erhöhung übrigens nicht. Ein Blick nach Frankreich, wo die Städte deutlich flexibler und radikaler agieren, ist also auch für Deutschland interessant.